Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Blood Omen. Beim letzten Mal sind wir endlich bis zu Noob Raptors Retreat gekommen, der ja laut dem Geist, den wir bei den Säulen von Nosgoth getroffen haben, dafür gesorgt haben soll, dass die Säulen bzw. die Wächter der Säulen korrumpiert sind. Oder zumindest zum Teil dafür verantwortlich ist. Und wir sind hier, um ihn zur Strecke zu bringen. Und ich vermute mal, dass das hier ein Bild des Antlitz von Noob Raptor ist. Also der sieht schon gar nicht mal so sympathisch aus. Ein bisschen seltsam. Also das Gehirn scheint ein großer grüner Schwulz zu sein. Und ich bin mal schon sehr gespannt, wie er wird. Ob uns da ein schöner, interessanter Bosskampf erwartet. So ein bisschen wie in The Legend of Zelda. Das hat auch der Let's Replay Boy angemerkt, dass das Spiel eigentlich wie The Legend of Zelda ist, bloß in böse. Und... da kreischt schon eine Frau, wie zur Bestätigung. Wie auch immer, wir wollen heute mal was erreichen, aber bevor wir hier weitergehen, denn hier hinten ist noch so ein Höhleneingang, da geht's weiter, möchte ich nochmal raus, denn direkt neben dieser Höhle hier ist ja noch eine Höhle und ich denke mal, hier geht es weiter, weil auch das Bild von, ich schätze, Noob Raptor ist. Hallo. Aber ich möchte erst wissen, was hier drin ist. Okay, da hinten scheint jetzt nichts so Interessantes zu sein. Ich guck mal auf die Karte. Nein, da ist auch nichts mehr. Ja, Das ist vielleicht auch... Nee, das ist nicht Noob Raptor. Das ist einfach ein großer Skelettschädel mit einem Helm drauf. Ich habe erst gedacht, das wäre auch Noob Raptor, weil er halt auch dieses so rund hat oben drauf, eben wie das Grün auf dem Bild. Aber Noob Raptor hat ja noch so ein Geflecht oben und ein ganz anderes Gesicht. Der hat ja kein Skelettgesicht, schätze ich. Glaube ich zumindest erkannt. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist es dunkel. Ah, Moment, dafür haben wir doch unseren Zauberspruch. So, jetzt ist schon hell. Was ist das auf dem Boden? Darf ich da reintreten? Das Grüne? Ja, komm, stirb. Ich brauche das Blut. Gib mir dein Blut. Danke. So, ist das einfach nur irgendwie so ein Farngewächs? Oder? Tatsache, ich kann es kaputt machen. Okay. Ich frage mich, was das jetzt hier für eine Höhle ist. Also, nichts Großes anscheinend. Vielleicht können wir damit auch nach oben. Neben den großen Skelettschädel. Mal schauen. Wir erforschen einfach und dann finden wir das schon. Ich versuche mich mal nicht so oft treffen zu lassen. Das ist jetzt nicht unbedingt so einfach in dieser Perspektive, weil man halt auch nicht irgendwie Lock-on machen kann oder so. Da geht's raus. Aber ich denke mal, ich kriege das schon gut hin. Ich muss noch ein bisschen üben. Ha, wir sind tatsächlich hier oben. Ha, coole Sache. Ja, der riesige Totenschädel, den wir schon gesehen haben. Und der sabbert irgendwie. Igitt. Naja, was haben wir denn hier? Ah, haben wir anscheinend schon. Ich glaube, das war dieses Item, das es uns ermöglicht, die Zeit zu verlangsamen. Das habe ich noch gar nicht eingesetzt, aber bisher habe ich das auch nicht gebraucht. Ja, komm. Ich lasse dich mal einfach da als Geist, weil du bringst mir sowieso nichts, wenn ich dich töte. Und ich verliere nur unnötig Lebensenergie. Das möchte ich jetzt so ein bisschen vermeiden. Deswegen gehen wir einfach mal raus und stellen uns Noob Raptor. Ah, boah, das war knapp. Er hätte uns fast geköpft hier. Okay, speichere ich nochmal? Nein, ich speichere jetzt nicht. Ich spiele einfach weiter, denn so viel haben wir jetzt nicht erreicht. Und das Speichern dauert einfach so ewig lange, weil wir erstmal das Menü laden müssen. Was ist das denn? Kann ich Licht machen? Ein bisschen. Wasser? Das ist schon mal... Ah, was? Aua. Ein Schalter. Den hätte ich wahrscheinlich mit meiner Magie aktivieren können. Okay. Einmal schön getimed. Interessant. Okay. Kane, was hast du uns denn zu sagen? The mentalist Noob Raptor was renowned through Nosgoth for his tricks of the mind, telepathy and telekinesis. Pilgrims traveled from all across the land seeking the comfort of his lies. I sought not his wisdom, but his life. Okay, er hat uns ein bisschen was über Noob Raptor erzählt, dass er ein Mentalist ist und viele hier hinpilgern, um seine Weisheit, seinen weisen Worten zu lauschen. Aber wir sind nicht hier, um seinen weisen Worten zu lauschen, sondern um ihn zu töten, um sein Leben zu nehmen. Und das wollen wir doch auch mal tun. Und außerdem scheint er wohl telepathisch und begabt zu sein und auch Telekinese ein wenig zu können. Und es scheint kein einfacher Geselle zu sein. Also mit dem werden wir wahrscheinlich nicht so einfach fertig wie mit den bisherigen Gegnern. Aua, warum explodierst du? Ich hoffe zumindest, dass wir mit dem nicht so einfach fertig werden, denn ich möchte ja auch eine kleine Herausforderung haben.
Wisst ihr was? Hier versuche ich mal mit dem Werwolf rüber zu springen. Das dürfte hier wahrscheinlich die richtige Methode sein, um nicht allzu viel Schaden zu nehmen. So. Hoffe ich zumindest. Probieren wir es mal aus. Jawohl, das hat funktioniert. Und hier, weiter geht's. Ich bleib einfach mal... Aua, Wolf. Denn, wie ihr sehen könnt, hier ist ja noch mehr Wasser. Also nicht mehr Wasser, so wie im Meer, sondern mehr Wasser im Sinne von, hier ist einfach ganz viel Wasser. So. Ich helfe dir gleich mal hier. Ich erlöse dich von deinem Leiden. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Spruch schon gebracht habe. Ich glaube schon ein paar Mal, oder? Wobei, fällt das irgendwem auf, solange wie ich brauche... Hört ihr das? Da hat irgendeine Frauenstimme geflüstert, aber ich habe nicht genau verstanden, was sie gesagt hat. Ich hoffe, das kommt nochmal. Natürlich kommt es nicht. War ja klar. Okay, die Dinger sind schon mal besiegbar. Okay, die Pfeile sind irgendwie ziemlich dämlich jetzt nach dem Feuer. Das Feuer war wesentlich schwerer auszuweichen. Was ist hier denn runtergekommen? Jede Menge Zeug auf dem Boden. Da ist die Decke wohl eingebrochen, ne? Scheint sich nicht gut zu kümmern hier um sein Ding. Ich meine, überall Wasserschäden. Aua. So viel dazu, dass man dem leichter ausweichen kann, was? Ja, überall Wasserschäden. Komme ich da nicht durch? Sieht aus, als würde ich da durch können. Moment, vielleicht in Wolfsform. Also, der scheint sich echt nicht gut hier um seinen Haus zu kümmern. Wasserschäden, die Decke ist eingebrochen und überall Fallen. Ich meine, wenn das der TÜV sehen würde, ne? Der wäre nicht begeistert davon. Raus aus Wasser, raus aus Wasser. Okay, ich habe den jetzt zu voll, mich in den Wolf zu verwandeln. So viel Schaden nehmen wir nicht, wenn wir einmal da durchlaufen. Ui. Ui. Okay, ich nehme doch den Wolf. Das ist mir ein bisschen viel Wasser. Okay, wir nehmen erstmal noch die andere Gestalt, um mal ein bisschen Licht zu machen. So, komm. Wupp. Das ist also ein ziemlich cooler Zauber, ziemlich nützlich, aber der hält bloß nicht. Das ist ein bisschen doof. Genau, und hier, der hat anscheinend auch seine Stromrechnung nicht bezahlt, weil sonst hätten wir ja Licht hier unten, ne? Ah, Moment, das sieht aus, als könnte ich es drücken. So, nicht mal zurück. Und dann brauche ich noch einen anderen Zauber. Und zwar den Blitzzauber. Und dann gucke ich mal, ob ich das Ding da aktivieren kann, diese Rune. Tatsache. Ha! Eine Brücke. Ja, wunderbar. Ich dachte mir schon, dass wir hier nicht irgendwie so rüberkommen. Weil das ist schon ein bisschen weit. Also mit dem Wolf wären wir da nicht drüber gekommen. Kommen wir da runter? Ist da irgendwas? Moment, wir haben noch eine Karte, ne? Ah, vielleicht sollte ich die öfters auch mal nutzen. Okay, da kommen wir auf jeden Fall hin. Und da sind jede Menge Türen. Und hier ist auch eine Tür. Ich gehe erstmal hier rechts in die Tür. Das ist die nächste. Ist halt sehr naheliegend, da jetzt reinzugehen. Wir dürfen uns bloß nicht von dem Pfeilen. Hallo? Lass mich da rein! Ich fühle mich verarscht. Ich dachte, das wäre eine Tür. Geh auf. Dann halt nicht. Ui. Ui. Aua. Nein! Ich wollte ihn aussaugen. Ich wollte ihn nicht in die Luft jagen. Ja. Okay, eigentlich kann ich so genug sehen. Ich hoffe, auf der Aufnahme ist das auch hell genug. Na, ich mache, glaube ich, doch mal lieber Licht. Das sehe ich ja erst später, ob das hell genug ist. Und wer weiß, vielleicht übersehe ich ja auch ein paar Sachen, wenn ich mir kein Licht mache. Das kann ja auch sein. Von daher lasse ich es doch lieber beim Licht. Ich meine, jetzt hat es mir Leben gebracht. Okay, weil in der einen Stadt konnte ich das ja nicht aufsammeln. Und da hatte ich ja volles Leben. Deswegen war meine Vermutung richtig. Da flüstert sie da. Hat sie es verstanden? Also, ich habe irgendwas mit verstanden mit IC und dann die Spawner der neue. Ich glaube, ich sollte mal weitergehen, nachdem ich den hier ausgesaugt habe. Aua, na toll. Und direkt wieder das Leben verloren. Naja, was soll's. Also ich würde echt gern wissen, was diese Frauenstimme, diese Geflüsterte, gesagt hat. You dare intrude upon my sanctuary? Can I not mourn in peace? Leave and let my solitude be complete. Okay, das scheint eine Praptor gewesen zu sein. Oh, da habe ich was bewegen sehen. Ah, seine Laboratorien anscheinend, okay. Und ein Geist. Kann ich den töten?
Ui. Ist das schon Lupraptor? Der hat eine Feuerpeitsche. Aber das ist jetzt relativ spektakulär. Nicht so besonders spektakulär. Einfach hin, schlagen und weg. Wobei, ich glaube, ich treffe den gar nicht, oder? Komm. Okay, das scheint nicht Lupraptor zu sein, weil da ist noch einer. Leider kein Geist, nur ein komischer Mönch. Ich sehe nichts. Ach so, ich kann ihn aussaugen. Geh weg, geh weg. Aua. Ja, Feuer wird uns auch als Vampir gefährlich. Dagegen haben wir noch nichts. Da kommen wir nicht durch. Okay, komm mal her. So. Komm her, spüre meinen Stahl. Okay, also, ich habe mich auch mal ein bisschen in die Story reingelesen von Blood Omen, weil ich das ehrlich gesagt bis hierhin noch nicht so richtig verstanden hatte, was jetzt abgeht. Und ich glaube, das war auch so beabsichtigt. Ich bin jetzt schon ein klein bisschen gespoilert. Aber das macht nichts, ich werde euch noch nichts verraten. Nur so viel sei gesagt, Lupraptor ist wohl der Verlobte von, oder der Mann von dem Geist, den wir an den Säulen von Nosgoth getroffen haben. Und deswegen wahrscheinlich auch, hat er gerade gesagt, weil wenn ihr es verstanden habt, warum wir ihn nicht alleine lassen in seiner Trauer. Er möchte allein sein und wir sollen sofort von hier verschwinden. Das kann natürlich sein, dass er trauert, dass seine Frau tot ist, umgebracht wurde oder so. Und eben jetzt als Geist herumspukt. Wobei, vielleicht weiß er noch nicht mal, dass er als Geist herumspukt. Ich frage mich auch, was er dazu sagen würde, wenn er wüsste, dass sie gesagt hat, wir sollen ihn töten. Das ist bestimmt nicht so schön für ihn, aber naja. Aua. Ah. Schalter, okay. Ist das auch ein Schalter? Ja. Nein, ich will den nach unten ziehen. So. Das müsste mir jetzt hoffentlich die andere Tür geöffnet haben. Denke ich mal, sonst muss ich da wahrscheinlich wieder irgendeine Kombination einstellen. Da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. Sie ist nicht offen. Na toll. Ja, wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Wahrscheinlich wieder einfach nur ausprobieren. Oder seht ihr hier irgendwo was, was mir sagt, wie die Kombination sein sollte? Vielleicht die Reihenfolge, in der die Dinger schießen. 1, 2, 3. Also Mitte, rechts, links oder so. Keine Ahnung. Von hier aus kann ich die Tür auch nicht erkennen. Das ist irgendwie doof. Aua. Ey, Moment, der leuchtet. Der leuchtet? Jetzt leuchtet der auch. Sind das jetzt einfach nur Lichtschalter oder wie? Oder habe ich jetzt alle angemacht und jetzt ist die Tür offen oder so? Gucken wir mal. Ich weiß ja nicht, wie die vorher waren. Ich glaube, ich habe die aus Versehen schon aktiviert. Ah, aber ich hoffe mal, die ist zu. Na toll. Also, weder alle unten noch alle oben. Irgendwas dazwischen muss es ja sein. Das finden wir schon raus. Aua. Und falls wir nicht vorher sterben hier. So. Licht, bitte. Ups, so. Diesmal bin ich ein bisschen geduldiger. Schauen wir mal, ob es das gemacht hat. Ich muss jetzt einfach ausprobieren. Das ist wahrscheinlich für euch jetzt nicht so spannend, aber siehst du. Oder ist ja irgendwo... Ich sehe hier auch nichts, was als Kombination gelten könnte oder wo noch ein Schalter irgendwo versteckt ist. Das ist alles irgendwie doof. Vielleicht die beiden unten und der oben, weil er so alleine da ist. Kann ja sein. Gucken wir mal. Ich meine, was anderes bleibt uns jetzt auch nicht übrig, ne? Ich weiß, ist nicht sehr spannend, aber... Oh, Leute... Ich will ja weiterkommen. Immer diese Türen. Das hatten wir ja schon mal in einem vorherigen Part, dass mich die Türen total genervt haben. Nee, so hat man noch. Oder Moment, doch. Die Kombination hatten wir auch noch nicht. Probieren wir es mal aus. Okay, ich habe ein bisschen mehr verstanden, aber auch nicht. Das meiste durch das Echo ist auch irgendwie obskur gewesen. Moment, ich mach die beiden mal hoch und den runter. Ich weiß jetzt, dass sie am Ende gesagt hat, I see only damnation. Also ich sehe nur die Verdammnis. Ich frag mich, wo das ist. Ist das der Geist? Oder ist das hier eine Frau, die gefangen ist oder so? Ich weiß es nicht. Ich will es gerne wissen. Also das ist schon sehr mysteriös, sehr atmosphärisch. Wahrscheinlich jetzt durch mein ganzes Gebrabbel darüber geht die Atmosphäre verloren. Und vor allem auch die Musik. Die Musik ist ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut.
Habt ihr das gehört? Ich glaube, das hört sich an wie eine Tür, die aufgeht, oder? Gucken wir mal nach. Bitte lass die Tür offen sein. Komm schon. Sie ist offen. Okay, das nächste Mal, wenn ich solche Rätsel mache, höre ich einfach mal genauer hin. So, dann kann ich auch wieder Licht machen. Jetzt kommen wir wieder in ein neues Gebiet, wo das eventuell nützlich sein könnte. Die Magie möchte ich haben. Na, ich traue mich nicht. Wunderbar. So. Komm mal her. Aua. Stirb. Ah, cool, der kann gar nicht angreifen. Der hat einen Stunlock, wenn wir ihn treffen. Ich sollte vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen trinken. Das wäre eventuell sinnvoll. Dankeschön. Nom, nom, nom. Ah, da ist eine Tür und da ist der Schalter. Den sehe ich auch direkt diesmal. So. Sind wir schneller als der Pfeil? Ja, wir sind schneller als der Pfeil. Karte. Okay, Stacheln. Und da links ist ein Raum. Wie kommen wir denn da hin? Ich meine, da komme ich auch nicht mit dem Wolf drüber. Das sieht alles sehr interessant aus. Okay, da oben geht es noch weiter. Schauen wir mal. Die Stühle kann ich doch zerstören, oder? Moment, die Stühle kann ich zerstören. Oder auch nicht. Nein? Boah. Guckt euch das mal an. Das ist doch gemein, den direkt neben so eine Pfeilfalle hinzuhängen. Das würde mich voll wahnsinnig machen. Also, natürlich schon das Hängen alleine, aber... Ich wollte von ihm noch trinken. Ich wollte nur den Schalter aktivieren. Doofes Spiel. Nein, ein cooles Spiel. I came upon one of Nupraptor's serving girls, catatonic with fear, choking out half words through bloodied, broken teeth. Although tempted by hunger, I stayed my hand, allowing her to tell her story. She spoke of her lord Nupraptor, driven to insanity by the brutal slaying of his beloved Ariel. She spoke of his self-mutilation, sewing his eyes and lips shut to deny the outside world. Oh. Fueled by despair and hopelessness, he turned his magic on the circle, infecting their minds with his madness. Nupraptor cared for nothing now, save his pathetic self-pity. Okay, das ist jetzt... Scars such as hers would never heal. Death would only be a mercy. Okay, das war jetzt sehr interessant, was er hier erfahren hat. Wir haben hier mit einem von den Mädchen gesprochen, mit dem das hier hängt. Und das hat uns Nupraptors Geschichte erzählt, die ich gerade eben schon mal angeschnitten hatte, weil ich ja schon ein bisschen darüber gelesen habe. Und zwar, der Geist, Elaine oder wie die heißt, ist tatsächlich seine verstorbene Frau. Und er ist wahnsinnig darüber geworden, über ihren Tod. Und hat sich wohl seine Augen und seinen Mund zugenäht, weil er es einfach nicht wahrhaben will. Und er hat halt auch seine Magie benutzt, um den Wahnsinn auf den Kreis, also die anderen Wächter der Säulen von Nosgoth, zu verbreiten. Tja, also der scheint wirklich komplett wahnsinnig zu sein. Und sie ist halt total am Ende und er meinte, die einzige Erlösung, die wir bieten können, ist der Tod, weil diese Wunden werden nie wieder heilen, diese psychologischen, deswegen... Stärken wir uns an ihr, laben uns und finden noch eine verschlossene Tür. Was ist das? Achso, das ist einfach nur Blut, okay. Dann gehen wir mal weiter und versuchen Nupraptor zu stellen. Den Wahnsinnigen. Und ist er das? Ich glaube, das ist Nupraptor, oder? Ist er das? Nein, ist er nicht. Da oben ist noch so ein komisches grünes Ding. Die Frauenstimme wispert schon wieder. Oh, wow, wow. Die kommen ja wieder neu. Ich glaube, ich muss den Grünen töten. So. Sieht aus wie ein Hofnarr so ein bisschen, oder? Irgendwie ziemlich komisch. Scheint aber hier zu passen. Aha. So, ist die Tür jetzt offen? Sie ist offen, wunderbar. Diesmal kein komisches Rätsel, wo wir erst hören müssen, ob die Tür jetzt offen ist. Und... Oh! Ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum und ich möchte die Parts nicht so lange halten wie beim letzten Mal. Irgendwie so 40, 50 Minuten ist mir ein bisschen zu lange. 30 Minuten ist schon in Ordnung, außerdem kann ich dann mehr Folgen raushauen. Deswegen unterbreche ich jetzt gerade mal die Aufnahme kurz und mache dann gleich weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, bis dann, haut rein. Ciao.